Einen schönen guten Abend, YouTube! Der schmutzige Daniel, oder besser bekannt unter dem Namen Daniel the Dirty, ist mal wieder am Start. Ich habe im Hintergrund laufen ein kleines Gameplay aus dem Spiel Worms Reloaded, wo ich mir gedacht habe, ich mache einfach mal ein Netzwerk-Game, wo ich gegen andere Spieler aus der ganzen Welt sozusagen zocke. Ein kleines Vierer-Match, verrückte Kisten. Und das heutige Thema kommt dann sofort. Und ich habe mir gedacht, da ich ein Video von Commentorio gesehen habe und er geschrieben hat, wir sollten doch eine Videoantwort machen, was wir denn so persönlich in 2013 vorhaben und was wir den YouTubern in 2013 wünschen. Und dazu gebe ich jetzt einfach mal meinen Senf ab. Also, für mich persönlich auf YouTube erstmal für 2013 wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Feedback zu meinen Videos und ein paar Kommentare. Es geht mir gar nicht so um die Abonnentenanzahl, das ist mir eigentlich völlig egal, weil ich es eh nur als Hobby betreibe. Es wäre natürlich nett, wenn ich ein paar zusätzliche Abonnenten bekommen würde. Aber im Moment bin ich eigentlich so ganz soweit zufrieden. Es ist halt nur ein bisschen wenig Feedback da und das ist das, was mich halt ein bisschen etwas stört. Und im persönlichen Bereich, was ich so vorhabe in 2013, also ich werde auf jeden Fall wieder auf der Gamescom sein. In 2013 und vielleicht noch so ein paar andere Sachen besuchen. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht auch, sehr wahrscheinlich werde ich auch am Abo-Treffen von Commander Krieger am 3. Januar dabei sein in München. Und da werde ich dort mal vorbeischauen, was dort zur Sache ist. Mich mal mit ein paar Abonnenten unterhalten von ihm. Und und dann kommen wir doch gleich zum nächsten Punkt. Das wäre dann, was ich so den YouTubern oder allgemein der YouTube-Community für 2013 wünsche. Ja, erstmal weiterhin viel Erfolg. Und was mich halt momentan ab und zu mal ein bisschen etwas nervt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass viele große YouTuber einfach immer mehr dieses, ich will es jetzt nicht Battle nennen, aber ich sehe es halt immer bei sehr vielen großen YouTubern, dass es immer mehr in den Bereich des kommerziellen Bereichs geht, dass sie immer mehr klickgeiler werden und immer mehr Abos haben wollen und mehr Views haben wollen und die kleinen YouTuber eigentlich wirklich fast nur noch auf der Strecke bleiben und eigentlich wirklich zu kämpfen haben, um sich überhaupt zu bewähren. Und von YouTube braucht man ja da auch keine Unterstützung machen, denn die stehen ja eh nur auf die Startseite, was von anderen großen YouTubern gezeigt wird sozusagen, oder was die halt aufnehmen. Deswegen wünsche ich mir einfach, dass einfach ein bisschen mehr Zusammenhalt bei der YouTube-Community, erst auch bei etwas kleineren YouTubern, dass einfach sich vielleicht mal einfach andere kleine YouTuber mit anderen kleineren YouTubern einfach zusammentun und einfach andere gemeinsame Projekte einfach mehr machen. Einfach sozusagen wie eine Art Netzwerk sozusagen zum Beispiel gründen. Einfach sich gegenseitig helfen und unterstützen bei vielen Sachen. Es gibt ja so viel auf YouTube noch zu tun und es gibt noch so viele Lücken, die da noch offen sind. Und man muss halt nur die Ideen haben und die versuchen irgendwie umzusetzen. Dass da einfach wirklich, dass sich einfach andere YouTuber einfach oder kleinere YouTuber auch mit kleineren YouTubern zusammentun und einfach ein bisschen mehr zusammen vernetzen. Und das ist eigentlich mein Hauptwunsch für 2013. Und damit sage ich ciao, bye bye, euer Daniel the Dirty. Bye bye. Alles gut, alles gut. Sometimes you have to slap them in the face just to get their attention. Are you still playing? Ding dong, yes it's hot, ding dong. Yes, sir.